Hallo und einen wunderschönen Tag auch von mir. Mein Name ist Michelle von Mayhem. Ich habe noch nichts getrunken heute. Aber ich bin grundsätzlich so bescheuert. Ja, Leute, schon wieder ist ein Jahr rum. Should all acquaintance be forgot and never brought to mind? Etc. pp. Schon wieder ist ein Jahr um, das heißt selbstverständlich Jahresrückblicke. Ich muss mir hier kurz mal meinen BH richten, denn der schneidet ein und tut sehr weh. Sehr. So, Jahresrückblicke. Das heißt natürlich, jeder zweitklassige Jyski-YouTuber stellt seine Top XY des Jahres vor. Und das mache ich natürlich auch. Denn ich habe gerade nichts Besseres zu tun. Bin immer noch krank zu Hause. Ja, es ist jetzt Mitte Dezember gerade erst. Also seht's mir nach, wenn jetzt in den letzten zwei Dezemberwochen noch die absoluten Topfkracher des Jahres kommen, dann würde ich sie nächstes Jahr mit reinpacken. Ne? Aber ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal aufgefummelt bin, dann mache ich verdammt nochmal auch ein Top-Video des Jahres. So, 7 sind es bei mir, by the way, geworden. Ich konnte mich nicht auf 5 beschränken. Oder ich hätte sagen müssen, eigentlich gab es gar keine Tops des Jahres, wie man das halt so sehen möchte. Das Jahr in Whisky generell spannend. Es gab mal wieder Messen. Ich war in Limburg mit dem Whisky-Bubbler zusammen. Liebe Grüße. Das war sehr, sehr schön. Dort auch ganz explizit auf der Jagd nach alten, guten, leckeren Abfüllungen. Das finde ich an Messen immer so das Spannendste, immer so Raritäten irgendwie als CL-Pröbchen ausgeschenkt zu bekommen. Einfach nur, um es mal probiert zu haben. Ich wollte unbedingt mal in älteren Port Ellen probieren. Das habe ich getan, hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe den Benromach 40 das erste Batch von 2021 probiert. Alter Schwede. Top 10 Whisky auf jeden Fall meines Lebens. Absolut großartiges Teil. Und ja, also das waren so meine persönlichen Whisky Highlights, würde ich sagen. Ich war in Schottland zum zweiten Mal dieses Jahr. Habe viele Destillerien besuchen können. Was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich liebe dieses Land einfach. Ich finde die Landschaft so wunderschön. Hat mich da auch immer noch... Ich finde, man hat immer so ein bisschen anderen Eindruck, wenn man mal vor Ort ist bei der Destillerie, dann hat man irgendwie doch so ein bisschen anderen Bezug dazu. So geht es mir zumindest häufig. Ist wahrscheinlich nur romantisierender Blödsinn, aber so ist es halt. Man kann seinen Kopf nicht ausstellen. So, aber jetzt kommen wir mal zu den Top Whiskys des Jahres. Ganz einfach. So, und wir fangen an. Ich muss immer so runter mich bücken, weil ich keinen Tisch hier habe oder sowas. Wir fangen an mit meiner persönlichen Überraschung dieses Jahr. Und der ist noch gar nicht so alt. Der kam nämlich jetzt erst irgendwann raus vor ein paar Wochen. Und ist das hier. Meadowside Blended Malt. Wie heißt der? Blended Scotch Whisky. Kein Malt, Scotch. Also hat auch Grain-Anteile mit drin. Meadowside Blended Scotch Whisky kam jetzt eben raus, Herbst 2022, würde ich mal sagen. Limitiert auf 1715 Flaschen, abgefüllt mit 43,1% und ich meine, das ist auch Fassstärke. Finished in Ex-Oloroso Sherry Butts und ist so eine ganz kuriose Mischung. Das älteste Fass ist wohl irgendwie aus den 60ern und dann ist noch eins aus den 70ern mit drin und geht dann eben hoch bis zu jüngeren Whiskys. Ist eine total interessante Mischung, finde ich, weil du hast so diese Oldschool-Einflüsse. Man hat aber trotzdem auch so ein bisschen den Grain drin, der aber gar nicht irgendwie penetrant getreidig ist, sondern vielleicht eher an was so einen älteren irischen Whisky erinnert und so. Ganz ehrlich, nix, keine Megagranate, aber ich finde so der Daily Dram irgendwie total interessant, spannend mit eben diesen Oldschool-Einflüssen. Meadowside Blended Scotch Whisky.
gibt im Moment auch immer noch gut verfügbar. Bei Blends und bei Scotches und sowas ist dieses Interesse ja immer nicht so wahnsinnig groß. So, wir machen weiter. Der Tamdu 18 hatte ich im Video. Letztlich ist ja eigentlich alles, was ich hier habe, hatte ich mal im Video, weil ich habe dieses Jahr ja ungefähr nur 5 Videos gemacht. Ich habe ja was anderes zu tun. Ja, ich bin eine vielbeschäftigte junge Frau, da kann ich nicht ständig Videos drehen. So, Tamdu 18. Ich hatte ein Video, ich war begeistert und seit ich das Video gedreht habe, wurde ich eigentlich immer begeisterter. Finde ich, gewinnt einfach schön. Lecker. Gewinnt einfach mit zunehmender Zeit, wo er ein bisschen Luft noch kriegt. Mir hat er gut gefallen. 150 Euro sind eine Ansage. Das muss man schon wollen, das ist ganz klar. Aber da ist Tamdu ja leider 2022 nicht das einzige Beispiel, was die Preisentwicklung angeht, für einen 18-jährigen Sherry Malt. So, wo machen wir denn jetzt weiter? Wir machen zwischendurch mal was Rauchiges, würde ich sagen. Auch ein Whisky, den ich Anfang des Jahres schon hatte und der mich schwer begeistert hat, muss ich dazu sagen. Laphroaig, der 10er in Fassstärke, und zwar Batch 14. Der erste Laphroaig 10er in Fassstärke, meine ich, den ich hatte seit dem Batch 9. 9 hatte ich, glaube ich, mal probiert, oder 10. Und der hier hat mich richtig umgehauen. Absolut klasse Teil. Ja, für mich kaum zu glauben, dass das nur Bourbonfässer sind. Super schöne, fruchtige Aromen, gemischt mit der vollen Kraft, die die Islay zu bieten hat. Total spannend, total interessant und absolut empfehlenswert. So, machen wir auch nicht weiter? Nein, wir machen erstmal anders weiter. Noch ein Blend tatsächlich. Oh, mir ist gerade noch einer eingefallen. Ich muss erweitern auf Top 8 des Jahres. Mache ich aber später. Aber noch ein Blend, diesmal allerdings ein Blended Malt Whisky, und zwar der Unity, die Exklusivabfüllung vom Whisky for Life in Frankfurt. Liebe Grüße nach Frankfurt. Das ist mein Stamm-Whisky-Laden. Fühle ich mich sehr zu Hause, mag ich sehr gerne. Und zwar dieser hier abgefüllt aus einem Sherry Butt, destilliert August 2001, abgefüllt im Mai 2021, kam jetzt aber dieses Jahr erst raus. Mit 45,8% Fassstärke. Gentleman Dram, Old School, Sherry Noten, die einen hier umspielen, ist ein Blend von Edrington, also Highland Park, Glenrothes, Macallan, irgendwas davon wird drin sein. Sehr, sehr lecker. Ein total entspannter, vielschichtiger Blend. Blended Malt. So. Dann machen wir noch eine Rauchbombe. Und die hatte ich auch erst vor sehr, sehr kurzer Zeit im Video. Und für mich auch so ein absoluter Augenöffner dieses Jahr, dass man eben doch noch nicht alles kennt. Dass es einfach noch Aromen gibt, die komplett neu sind, die was Einzigartiges sind. Und zwar hier dieser Octomore 13.2. Krass Rauchbombe. Schaut euch gerne das Video an, wenn es euch interessiert. Ansonsten lasst das bleiben. So. Ich hätte noch was. Und für mich ganz untypisch ist es mal was von Michel Couvreur. Hatte ich auch im Video vor nicht allzu langer Zeit. Michel Couvreur, Very Sherried, 24 Jahre mit 48 Volumenprozenten. Mit Sicherheit der komplexeste Whisky aus dieser ganzen Auswahl. Mit Sicherheit der am meisten Zeit braucht, mit dem ihr euch am meisten auseinandersetzen müsst. Kein einfacher Whisky. Manchmal würde ich fast sagen, er ist ein bisschen sperrig. Aber wenn ihr euch die Zeit nehmt, wenn ihr ihm die Zeit im Glas gebt und euch wirklich damit auseinandersetzt, wird man so toll belohnt von diesem Whisky. Ein absoluter Gaumenschmaus. So, jetzt habe ich noch eine Geschichte, mit der viele Leute nichts anfangen können, weil
das gibt's hier nicht. Aber das hat mich ja selten von irgendwas abgehalten. Und zwar war ich ja, wie angekündigt, in Schottland und habe mir unter anderem diesen Hasen hier mitgebracht. Glengarry, ein Handfilled von Glengarry. Dunkle Sherry-Brühe, wie man sehen kann, aus einem Sherry-Butt. Ein First Fill Sherry Butt, destilliert 2009 und abgefüllt am 20.09.22 von yours truly. ein krasses Teil. Also wir lassen mich jetzt mal kurz rechnen, das Ding hat 12 Jahre. 12 oder 13 Jahre. Auf jeden Fall, was Glengarry in diesem Alter schon kann. Also das war ein hervorragendes Fass. Als ich das abgefüllt habe, schon der Geruch in diese paar Tropfen, die da irgendwie verschüttet wurden. Es war unglaublich. Ich wollte mir die Hände gar nicht mehr waschen, weil das ein so grandioses Aroma war. Glengarry, eine Destillerie, die, glaube ich, viel zu oft nicht beachtet wird. Der 15er Sherry ist eine Granate. Wenn man mal ältere Glengarrys in die Finger bekommt, sind die meistens wirklich, wirklich großartig. Und aber auch hier in wirklich jungen Jahren ein fantastischer Whisky. Also, bei all dem Gehype um gewisse Brennereien, immer auch mal links und rechts abseits davon gucken. So, und jetzt mache ich einen kurzen Schnitt und hole noch meine letzte Flasche. Ja, und da bin ich doch auch schon wieder. Ihr habt hoffentlich keine Angst gehabt. Ohne mich. Entschuldige mal, ich habe den, glaube ich, direkt im Januar verkostet, wenn ich mich recht erinnere. Abfüllung vom Brühler Whisky House, A Dream of Scotland, der Tier Ninnick mit 21 Jahren aus einem First Fill Cream Sherry Butt, 53,2%. Er hat dieses Weihnachtsmotiv, das passt da jetzt schon wieder ganz gut. Wir haben ja jetzt gerade so Adventszeit. Eine absolute Sherry-Bombe, fasslastig ohne Ende. Holz, aber gerade noch so an der Grenze, dass es nicht zu viel wird. Aber das Fass drückt dir den nackten Arsch in die Fresse. So liebe ich das. Sherry Malt zum Niederknien. Auch der schafft es noch bei mir in meine Top 8 mittlerweile des Jahres. In keiner Reihenfolge. Man hat mal Lust auf das, man hat mal Lust auf jenes. Das waren so meine Highlights an Whiskys dieses Jahr, zumindest an Flaschen, die ich jetzt hier habe. Die anderen habe ich vorher schon erwähnt. Schreibt mir gerne mal rein, was euch dieses Jahr so in Gedanken geblieben ist, was euch vielleicht überhaupt nicht gefallen hat. Da gab es bei mir auch so einiges, vor allem die Preisentwicklung 2022 hat mir nicht so sehr gefallen. Deswegen habe ich ganz, ganz viele so eher gehypte Sachen auch einfach außen vor gelassen, habe mich da gar nicht drum gekümmert. Und habe dementsprechend vielleicht auch ein paar Videos weniger gedreht. Weil ich mir einfach dachte, da habe ich keinen Bock drauf. Da mache ich auch nicht mehr mit. Ich konzentriere mich auf die Sachen, die ich liebe, die ich geil finde. Und habe damit meinen Spaß und dann ist gut. In diesem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Jahr 2023. Es wird bestimmt alles noch beschissener, aber wir saufen einfach weiter. Bye, bye, bye.